Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen Audio- und Tontechnik-Enthusiasten. Heute habe ich die günstige Variante für den Einsteiger, das Behringer Xenix 302 USB, wie angekündigt. Und heute werden wir herausfinden, ob sich dieses Ding lohnt, ob die Audioqualität wirklich dem entspricht, was man auch verwenden kann. Und natürlich, was man für das Geld bekommt. Viel Spaß! Das Behringer Xenix 302 USB ist jetzt gerade im Moment mein Interface. Also alles, was ihr hört, wird damit aufgenommen. Fangen wir einfach mal mit dem Gerät an sich an. Wir haben hier oben links in der Ecke den Anschluss für unser Mikrofon. Das ist ein XLR-Anschluss und dieser bietet uns auch Phantomspeisung. Und in diesem Fall benutze ich das Marantz MPM 1000. Welches eine Phantomspeisung von ca. 9 bis 48 Volt benötigt. Und die bekommt es auch, nicht die vollen 48 Volt. Allerdings funktionieren auch Mikrofone, die wirklich 48 Volt benötigen, wie zum Beispiel das Rode NT1A, mit diesem Interface vollkommen einwandfrei. Die nächsten Regler auf der Liste sind die Gain- und Mic-Mix-Regler hier, die beiden. Das ist einmal die Lautstärke des Mikrofons. Wenn ich diese herunterdrehe, wird meine Stimme langsam immer leiser und ich muss anfangen zu schreien. Und der Gain-Regler ist nach diesem Mikrofon-Lautstärke-Regler quasi ein Verstärker. Wenn ich den ganz runterdrehe, dann bedeutet das nicht, dass ich nicht gehört werden kann. Allerdings muss ich das Mikrofon schon ziemlich weit aufreißen, damit was funktioniert. Aufreißen heißt hier voll aufdrehen. Und der Gain verstärkt einfach nochmal das Signal, das wir von diesem Regler hier bekommen. Dazwischen befindet sich ein sehr einfacher Equalizer, mit dem man den Klang des Mikrofons auf Kanal 1 beeinflussen kann. Regle ich zum Beispiel die Bässe nach oben, werdet ihr das feststellen, weil ich auf einmal total basslastig klinge. Andererseits kann ich die Bässe auch rausnehmen und klinge dann wie durch einen Telefonlautsprecher. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn wir noch die Höhen rausnehmen und das Ganze ein bisschen lauter machen. Hallo, ich bin am Telefon. Der dritte Regler hier ist der Pan-Regler. Und der Pan-Regler, der regelt einfach nur links und rechts. Ist also ein Balance-Regler. Außerdem befindet sich hier unten links eine LED, die anzeigt, wenn unser Signal klippt. Wenn das Signal zu laut wird und übersteuert, das nennt sich Clipping, dann sieht man das hier optisch. Wir haben leider keine Anzeige, ob das Signal im grünen Bereich ist oder zu leise oder sonst irgendwas. Aber wenn es übersteuert, wird es rot. Das sieht dann ungefähr so aus. Yo, das ist viel zu laut! Als nächstes haben wir unsere Line-Eingänge, das sind die hier. Das bedeutet, an diesen Anschlüssen kann ich ein Line-Signal einspeisen, welches dann hier über diesen Regler und über diesen Equalizer und über diesen Balance-Regler geregelt werden kann. Ich habe jetzt mein Handy angeschlossen. Damit kann ich jetzt Musik wiedergeben. Und ich habe am Laptop außerdem meinen Musikplayer gestartet, mit dem ich ebenfalls, diesmal aber über den USB-Eingang, ein Musiksignal in den Mix mischen kann. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, es läuft doch ganz cool. Und wie vorher schon erklärt, kann ich jetzt über die Regler hier den Ton beeinflussen. Ich kann ihn lauter und leiser machen. Und ich kann auch die Frequenzen verändern. Mehr Bass. Weniger Bass. Mehr Höhen. Weniger Höhen. Ich kann nun auch hergehen unter meinem Handy einen Musiktrack starten. Der läuft jetzt schon. Und jetzt wird das über das Line-Signal eingegeben. Ich müsste jetzt hier also umschalten. Auf Line. This is a Chucky Beat Production. Und natürlich kann ich auch diesen Ton wieder verändern. Und mit dem Two-Track ist das genau das gleiche. Ich schalte währenddessen ich das umstecke mal nochmal um auf meinem PC. Und beim Two-Track wird das Signal mit in das Live-Signal gemischt. Also aufpassen, jetzt kommt gleich tierisches Musikdurcheinander.
denn ich habe hier den Two-Track auf Mainmix stehen. Das heißt, alles, was im Two-Track eingespeist wird, kommt auch im Mainmix wieder raus. Jetzt hört ihr keinen Mainmix mehr, aber ich höre ihn immer noch auf meinen Kopfhörern. Wenn ich jetzt hier USB-Play drücke, dann habt ihr wieder Musik. Die höre ich auch im Kopfhörer und ich höre das, was in den Two-Track eingespeist wird. Und jetzt hört ihr auch wieder beides. Jetzt machen wir mal die Musik vom Handy aus, schalten die USB-Musik wieder ein. Der Track ist inzwischen vorbei, ganz toll. Und jetzt kann ich hier mit dem Two-Schalter auswählen, ob ich den Sound im Main-Mix haben möchte, also da, wo ihr ihn jetzt hört, oder nur in meinen Kopfhörern. Das heißt, wenn ich drauf drücke, höre ich ihn weiterhin, aber ihr hört ihn nicht mehr. Klick. Und in meinem Kopfhörer ist noch Musik. So funktioniert auf jeden Fall das Behringer Xenix 302 USB-Mischpult. Interface. Was halte ich nun von dem Behringer Xenix 302 USB? Nun ja, bedenkt man den super, super günstigen Preis, ist dieser Mixer wirklich eigentlich absolut jeden Cent wert. Weil erstens mal, er ist so billig, dass es gibt eigentlich kaum billigere USB-Interfaces. Der XLR-Anschluss ist mit Phantomspeisung, was auch sehr gut ist. Und wir haben hunderte von Einstellungsmöglichkeiten, sei es jetzt Equalizer-mäßig, Balance, Lautstärke, verschiedene Eingänge umschalten. Das ist richtig gut. Die Verarbeitungsqualität, finde ich, geht eigentlich echt in Ordnung. Der größte Teil von dem Gehäuse ist aus Metall. Das heißt, der schwarze Teil und alles, was irgendwie lackiert wurde, wie diese grauen Flächen hier. Alles Blech, Metall, also stabil. Nur die Seitenteile, die sind aus Plastik. Das hört man auch ganz gut, wenn man dagegen klopft. Das ist Plastik. Und der Deckel hinten zum Beispiel, das ist ein Blechstück. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er so Plastikfüße hat und keine Gummifüße. Denn Plastikfüße sind nicht so geil, wenn man das Ding jetzt bewegt. Dann fängt es sofort an rumzurutschen, sobald man es berührt. Das taugt mir nicht. Und davon abgesehen macht es Geräusche, wenn es rumrutscht. Das passt mir noch viel weniger. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein riesen Dealbreaker. Man kann ja notfalls Gummifüße ranpappen. Gibt's ja zum Kaufen. Würde ich dieses Ding empfehlen? Jo, absolut. Wer vorhat, einen YouTube-Kanal zu starten oder schon einen hat und einfach seine Qualität in Sachen Audio oder seine Vielseitigkeit in Sachen Audio ein bisschen zu verbessern oder auch wer live mixen möchte, das geht selbst mit dem Ding auch schon, der kann mit dem Behringer Xenix 302 USB auf jeden Fall schon mal anfangen. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Gerät noch ein Netzteil, dass man es quasi auch ohne PC betreiben kann, also an einem Verstärker. Man kann am USB-Anschluss hinten dann dieses Netzteil anstecken und dann funktioniert das Ding. Wenn man es am PC betreiben möchte, dann braucht man kein Netzteil, denn dann bekommt es den Strom über den USB-Anschluss. Nice. Und darüber hinaus gibt es zu jedem Behringer Xenix Mischpult, egal welches, eine Software dazu. Diese ist kostenlos, Vollversion und auf Dauer nutzbar. Damit kann man auch einiges anfangen. Was mich überrascht hat, ist, dass bei dem Behringer Mischpult diese Drehregler tatsächlich ein Stückchen stabiler sind sogar noch als die vom Focusrite Scarlett Solo. Die sind schon in Ordnung, aber die hier, die sind richtig nice. Natürlich keine Profi-Qualität, ist ja logisch. Aber für aktuell 46 Euro gibt's meines Erachtens nach kein besseres oder brauchbareres Mischpult bzw. USB-Interface. Für das Geld bekommt man wirklich alles, was man überhaupt verlangen kann. Man bekommt XLR, man bekommt einen normalen Mikrofoneingang, man bekommt 1, 2, 3, 4, 4 weitere Eingänge, die man alle mischen kann miteinander und zum größten Teil sogar in Bass und Höhen regeln kann und auch Balance nach links und rechts verschieben kann. Einzelne Levelregler, separat für Kopfhörer und für den Mainmix. Und für das Mikrofon haben wir nicht nur den Lautstärkeregler, sondern auch noch einen Gain Boost. Das bedeutet, wenn das Mikrofon zu leise ist, können wir es verstärken, ohne das hinterher in der Software machen zu müssen. Gut für live und auch gut für spontane Aufnahmen, die man nicht unbedingt Bock hat zu bearbeiten hinterher. Der integrierte Xenix Mikrofonverstärker ist an sich gar nicht so schlecht. Er rauscht halt. Ja. Die Stimmwiedergabe ist ganz in Ordnung mit Instrumenten, konnte ich es allerdings jetzt nicht testen, aber ich denke, so für den Anfang, für so ein Mixtape oder für so ein
für so ein Promo-Tape oder sowas, wenn man eine Band hat, kann man das Ding hernehmen. Passt schon. Der Noise Floor, also das Grundrauschen von diesem Gerät, ist ca. 10 Dezibel höher als der vom Focusrite Scarlett Solo. Kurz gesagt, das Behringer Xenix 302 USB ist nach meiner Meinung für Anfänger und fortgeschrittene Anfänger, die einfach die Qualität ihres YouTube-Kanals oder ihrer Band für Aufnahmen oder sowas ein bisschen nach oben schrauben wollen, genau das richtige Teil. Für 46 Euro macht man mit dem Behringer Xenix 302 echt nichts verkehrt. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Behringer Xenix 302 USB-Variante nutzt, weil es gibt noch eine Nicht-USB-Variante, die ist ein wenig billiger, aber was hilft euch das, wenn ihr auf der Suche nach einem USB-Interface seid und das Ding hat keinen USB-Anschluss? Also die USB-Variante nehmen, wenn ihr USB braucht. Von mir war es das soweit. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Es war schön, dass ihr wieder hier wart, aber für heute bin ich erstmal raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.